Hallöchen, wir sind heute mal shoppen und Hanna hat diese Jacke an. Warte, zeigst du euch. Es ist aus der Damenabteilung, aber eine S. Und wie gefällt sie dir? Oder mach sie mal zu. Wie weit geht die zu oben? Oder ist das nur unten? Das ist nur unten. Das heißt, du bräuchtest einen Schal dazu. Ja. Weil sonst wird es frisch. So. Weil hier oben, weiter geht das nicht zu. Und die andere Jacke, die du eben anhattest, die braune, die war auch so, ne? Ja, das ist das Problem. Aber man kann... Naja, du könntest einen Schal drum binden. Ja, aber das ist... Warte mal, so. Und dann machst du einen Schal von innen, außen, wie auch immer. Ja. Aber die ist kuschelig, ne? Die ist richtig weich. Ja. So cute. Wir können ja drüber nachdenken, okay? Ja. Ich habe mich mal eben in die Umkleidekabine gestellt. Dann Hanna ist nebenan und probiert Klamotten an. Die Jacke haben wir auf jeden Fall wieder zurückgetan, denn die hatte so einen riesen Ausschnitt und das sah einfach nicht... Also es sah schon niedlich aus und das sah auch gut aus, aber das ist jetzt für die Jahreszeit einfach mit so einem riesen Ausschnitt und sie wollte keinen Schal drunter. Und ja, die beiden Pullover haben wir auch schon aussortiert. Ein Jogginganzug ist es geworden und jetzt probiert sie, glaube ich, die nächste Jogginghose an oder Jeans oder sowas. Wir haben es aus Primark rausgeschafft. Wir sind 113 Euro ärmer, haben dafür aber zwei Riesentüten. Und jetzt wollen wir uns erstmal stärken. Anna hat direkt gekleckert. Prost. Prost. Und jetzt lassen wir uns die Pizza schmecken und dann bummeln wir noch ein bisschen. Und wir haben Brot. Wir haben Brot. Die anderen haben das gratis gekriegt. Ich musste das zusätzlich bestellen. Vielleicht, weil wir nur ein Hauptgericht haben. Keine Ahnung. Aber schmeckt, ne? Wir sind wieder zu Hause und ich habe direkt Hannas kleines Körbchen missbraucht für diese, wie heißen die, Bienenreißer? Bienenreißer, oh Gott, ich kann mir den Namen immer nicht merken. Die sind dafür da, dass wenn man Lüftungsschlitze in der Hauswand hat, damit zum Beispiel keine Insekten oder auch Mäuschen in die Wände reinkommen. Ich zeige euch die gleich mal und dann zeige ich euch nachher noch, was wir gekauft haben. So, das sind die Lüftungsschlitze und hier habe ich die schon reingefummelt. Und die kann man dann einfach so zusammenknicken und da reinstecken. Aber wenn ich da so gucke, ja, ich weiß, naja, nee, passt eigentlich, ne? Also klar ist da oben so ein bisschen, aber ich sag mal, eine Maus passt da nicht durch, aber hier unten wird es dann schon wieder haarig. Wir hatten nämlich Mäuse und das war ein teures Vergnügen, die loszuwerden, die kleinen Kerlchen. Und dem möchte ich jetzt gerne vorbeugen, denn jetzt sind wir sie los. Ich denke mal, ich mache die da jetzt erstmal rein und dann gucke ich mal. Mir geht es tatsächlich hauptsächlich um Mäuse und da passt jetzt keine Maus mehr durch. Also man sieht direkt, wo die reingekommen sind. Könnt ihr das sehen? Also so sollte das aussehen. Und da haben sie sich direkt ein Häuschen gebaut. Jetzt überlege ich gerade, den Stein da irgendwie vorplatzieren. Ah, hello. So geht's doch. Nicht schön. Und hier könnte auch ein größerer rein, aber ich nehme jetzt erstmal die kleinen. Und ja, dann werde ich jetzt auf jeden Fall noch ein paar größere bestellen. Und hier könnt ihr sehen, habe ich die schon überall drin. Ja, ein paar habe ich noch. So, und jetzt zeige ich euch mal unsere Ausbeute. So, ich würde sagen, dann gucken wir einfach mal hier rein. Und zwar hat Hanna sich ausgesucht eine Jogginghose mit passendem Hoodie, Oberteil, wie auch immer. Dann habe ich mir Schlafsocken ausgesucht. Eine Leggings durfte mit für mich. Dann haben wir Handschuhe mitgenommen und zwar eins, zwei, dreimal, denn wir haben echt Handschuhe aussortiert. Ganz viele von Hanna, die ja einfach zu klein gewesen sind. Und inzwischen tragen wir jetzt die gleichen Handschuhgrößen. Ich bekomme Hilfe. Und ja, das. Dann haben wir... Hanna hat sich die Puschen ausgesucht. Die haben 4 Euro gekostet. Hier, das sind so Weihnachtspuschen und die sind ganz weich. Guck mal, fast die Farbe von Fluffy. Ach so, dann hatte sie sich ein Pyjama ausgesucht. Aber den kann ich euch nicht zeigen, denn den trägt sie. Genau, und da war wahrscheinlich die Hose dran. So, dann habe ich für mich auch Puschen. Die ich fand die irgendwie cool. Und die sind, von unten haben die eine harte Sohle. Aber die sind so flauschig. Die habe ich mir ausgesucht. Dann für
ihr Kostüm. Sie geht zur Halloween-Party als Hexe und an Halloween laufen als Spinne. Und dann noch ein paar Socken, weil Socken gehen immer. Dann habe ich für mich so ein, ja, so ein flottes, ne, wo man so alles so reinsaugen kann, so ein Bodysuit mitgenommen, so ein sexy Beige. Ich weiß gar nicht, ob der passt. Ich frage mich, ob ich da reinpasse. Aber es ist XL. Und ich meine, der soll ja einen reinquetschen. Von daher, ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn noch nicht anprobiert. Dann gab es, das, da haben wir zwei Stück von mitgenommen. Warte mal, ich packe die mal aus. 1, 2, 3. Ach guck, das war auch sowieso das einzige noch. Das war reduziert auf 7 Euro. Das sind so Überzieher. Für wenn wir zum Beispiel im Schwimmbad sind oder eben im Freibad, ne? Und dann kann man sich das überwerfen und ja, wie so ein übergroßes Handtuch, nur halt mit Armen und mit Kapuze. Und da haben wir zwei mitgenommen. Einmal für Hannah und eins für mich. Ja, das war's im Grunde. So eine Tüte ist schon was Tolles, ne? Fluffy, möchtest du auch in die Tüte? Fluffy? Baby? Guck mal. Guck mal. Baby? Die Tüte ist besetzt, aber hier ist Platz. Wow. Eine coole Tüte. Tja, Olmi. Die sind besetzt jetzt, die Tüten. Oh. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die, ich habe ja diese Bienenbeißer, ich glaube, ich habe die Bienenreißer genannt. Ich weiß es gar nicht. Moment. Ich habe jedenfalls noch Bienenbeißer bestellt, weitere. Und ja, hoffe, dass die, ich glaube, die sollen erst Anfang nächster Woche kommen. Ist das cool? Fluffy. Das ist cool, ne? Soll ich mal Sabi drehen? Dann könnt ihr euch sehen. Das ist Sabi. Ja, und Olmi geht in meine Kartonecke, wo ich so Kartons und sowas horte zum Verschicken. Und dann sagt er, wenn er schon keine Tüte kriegt, dann wenigstens einen Karton. Und Jaron sehe ich nicht tatsächlich. Der ist vielleicht unten irgendwo. Ist ja nicht okay? Hm? Olmi. Nicht am Plastikpolen, ne? Ja, und ich darf jetzt gleich noch den Haufen hier wieder wegräumen. Hurra, hurra. Hi, Schätzelein. Hi. Morgen Vormittag muss ich alles für ein Video vorbereiten und nachmittags gehen wir dann mit Freunden zu Hagenbecks Tierpark. Da lasse ich die Kamera dann aber zu Hause. Die Ecke kennt ihr hier bestimmt. Und hier stehen ja immer diese beiden Katzen. Die habe ich mal für ein Apfel und Ei entweder bei Teddy oder bei Woolworth gekauft. Und letztens habe ich mit dem Steuerberater telefoniert. Und dann ist Olmi hier hinten raufgesprungen und hat diese Katze runtergeschmissen. Und erstaunlicherweise ist die Katze so weit heil geblieben. Nur ihr Horn ist abgebrochen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das wieder festgeklebt bekommen. Mal gucken, wie lange das hält oder ob es hält. Dann haben wir hier unsere Leinwand. Und da kommt jetzt dieses Plakat drauf, damit wir dann ein Video heute Nachmittag filmen können. Ja, Fluffy? Hm? Und die Zettel, die müssen wir auch noch wegsortieren. Aber erstmal müssen wir das ein bisschen schneiden, denn das ist immer ein Müh zu groß für meine Leinwand. Aber das kriegen wir hin. Das haben wir fertig und da liegen auch schon die Dartpfeile. Das Ding ist fest. Man darf es nur nicht zu grob vielleicht anfassen. So, jetzt muss ich hier nochmal Staub wischen. Das, von Weitem sieht man das alles nicht, aber wenn ich jetzt so von Dichten gucke, dann sehe ich das natürlich. Ja, Staub wischen, den Tisch hier sauber machen und die Pfannen und das alles schon mal hinstellen. Hier diese Crepe Maker oder Pancake Maker oder wie die Dinger heißen. Und ja, der Fußboden sieht hier auch nicht besonders gut aus. Zumindest hinter mir.
Das Elend will ich euch nicht zeigen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende oder Ferien, falls ihr welche habt, Urlaub oder einfach nur einen schönen Tag und freue mich auf nächste Woche mit euch. Tschüss!